Thank you.
So, Freunde. Erstmal, was geht? Nochmal so, ne? Ich begrüße euch herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, kurzen Video, denn ich hatte versprochen in der letzten Episode, dass ich auch mal ein bisschen was zeige von mir. Jetzt bin ich gerade, ja, wie man sehen kann, ein bisschen auf Pump, deswegen auch ein bisschen breiter wie sonst. Und vor allem, weil ich in sehr guten Pump bin und ich jetzt so ein bisschen erkläre, was ich mache. Ich werde wahrscheinlich das Ganze nachkommentieren, weil es schlecht sein wird, das Ganze während der Übung zu zeigen. Also, wir befinden uns hier. Das ist übrigens mein Motivation, weil ich mein Kopfhörer in Astro. Hier sind meine Trizeps, beziehungsweise Kurzhandel zum Warmwerden. Hier haben wir meine 15, 16 Kilo auf beide Seiten. Mehr brauche ich nicht. Ich kann natürlich auch mehr Gewicht heben, aber mache ich nicht, weil da erstens nicht mehr drauf passt. Dafür muss ich Fitnessstudio reingehen, aber das brauche ich noch nicht, weil ich momentan keine Zeit dafür habe, mich anzumelden, denn mein Vertrag ist abgelaufen. Auf jeden Fall, man kann zu Hause trainieren, einen geilen Körper aufbauen, denn man muss den Muskel zerstören bzw. Muskel reizen können. Wenn ihr das könnt, dann scheißegal, wie viel Gewicht ihr nehmt. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, hier 5 Kilo, fange ich mit an. Nein, ich bin schon mit erfahren, deswegen muss ich das so machen. Also das Wichtigste hierbei ist, was ich euch jetzt zeigen werde, ist ja ganz easy. Ich muss ein bisschen näher dran gehen. Ich mache für Schultern, ich mache für Trizeps, ich mache für Bizeps, ich mache für Rücken, Ganzkörper. Und ja, das war's eigentlich ansonsten. Deswegen würde ich sagen, let's go, guckt mir ein bisschen zu. Ist nur ein kleiner Schnitt und das mache ich halt jeden Tag. Meine Boost-Einnahme zeige ich jetzt nicht, weil dann muss ich Produktplatzierung machen. Nein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich weiß nicht, ob ihr daraus was lernen könnt. Ich glaube eher nicht. Wenn, dann erkläre ich euch sowieso während des Trainings, während ich das Ganze mache, mache ich einen Nachkommentierer und dann erkläre ich euch das Ganze, wofür das ist. Bei mir ist das ein bisschen ausgeprägter, deswegen ist das Ganze auch wirksamer, wirkungsvoller. Genau. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Wir sehen uns. Wir hören uns. Haut rein. Hier führe ich eine ganz normale Warmübung durch. Mache ein bisschen den Trizeps warm. Natürlich auch ein bisschen für die Nackenmuskulatur wird beansprucht. Und natürlich auch die Schultern. Natürlich nicht abzusehen sind auch ein bisschen die Oberarme mit am Ball. In dieser Übung mache ich das Ganze nur in einer anderen Position. Dadurch wird der Trizeps natürlich noch ein bisschen beansprucht. Wie viel Übung ich da mache, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, ich gebe bis 35 Wiederholungen ungefähr. Dann nach diesem Video mache ich sogar bis 40 bis 50 Wiederholungen. Bis natürlich die Sehnen deutlich beansprucht sind. Ah, hier ist meine Lieblingsübung, die ich sau gerne mache für meine Brustabteilung. Natürlich werden auch Arme beansprucht, wie der Trizeps, wie teilweise die Schultern, Rücken und minimal ein bisschen Nacken, also von allem ein bisschen was. Aber hauptsächlich ist die Brust hier bei dieser Übung zu machen. Hier wird die Brust sehr gut trainiert. Natürlich mache ich hier noch ein paar andere Übungen. Ob ich das im Video mache, weiß ich nicht. Und da ich momentan auf Massephase bin, habe ich natürlich nicht so eine krasse Definition an der Brust. Sieht man daher auf der Kamera nicht. Hier führe ich jetzt ganz normale Liegestützen aus, die etwas intensiver sind wie die normalen Liegestützen, wo man tatsächlich sogar ein bisschen Nacken, Rücken sowieso, Schultern, Oberarm, Trizeps und vor allem die Brustabteilung. Obere seitliche Brust. Bin schon ordentlich auf Pump, wie ich sehe. Jetzt mache ich die ganz normalen Bizeps Curls konzentriert. Natürlich aus dem Arm raus, wie man es machen sollte. Nicht so ein auf hier. Ich bin Mr. Rücken, Komplettkörpertraining. Ne?
Also Bizeps-Curls mit Bewegung des Körpers darf man auf keinen Fall machen. Man muss schön aus dem Arm raus, sich kaum bewegen, schön standhaft und aus dem Arm. Hier mache ich etwas mehr auseinander die Arme, aus dem Grund, dass es dann mehr für die Brustabteilung ist. Umso mehr innen, umso mehr ist das für den Innenbereich, für die Kampfsportler, wie man es auch so ausdrücken könnte. Und weiter außen ist natürlich besser für die Brust. Wer das jeden Tag macht, natürlich spürt das irgendwann und weiß ganz genau, für welche Muskelparteien das genau ist. Das ist bei jedem dann natürlich anders. Wird natürlich anders aufgebaut. Jetzt kommt auch eine sehr interessante Übung, die für die Schultern ist. Das ist die schöne Schulterpresse, wie man sie nennen kann, aus der Kurzhantelbereichstelle. Wo ich aus dem Freibereich natürlich Rücken etwas angespannt, gerade positionieren und dann nach oben. Schräg nach oben bis maximal 10 Wiederholungen. Mein Training läuft auf 2 Stunden aus, natürlich nicht im Video genau zu kontrollieren. Das ist meine Lieblingsübung, das ist die Bizepsübung, wo man den Bizeps stark beanspruchen kann. Schön sachte ausführen. Man kann natürlich auch noch anders ausführen, indem man einfach schnell nach oben, langsam nach unten, um den Bizeps richtig zu reizen. Das ist die Übung, die am Anfang auch zu finden war. Wieder schön die Trizepsübung, wo auch ein bisschen Nacken mit bei ist, bisschen Oberarm, ein bisschen, kleines bisschen Schultern. Natürlich auch teilweise einen kleinen Teil einer Rückenmuskulatur, nur minimal. Ja, man sieht schon, ich komme in den Fokus rein. Der Booster fängt wirklich an zu wirken. Welchen Booster ich da eingenommen habe, ist ganz einfach zu verraten. Das ist ja Not for Pussy. Das ist ein Hardcore-Booster. Mich extrem zum Schwitzen gebracht hat. Ah, ja, das ist auch ein interessante Übung, die man kann natürlich unterschiedlich ausführen. Das ist teilweise, wenn man diese Übung so ausführt, wie ich sie mache, dann wird sie für die Nacken, Trizeps, Oberarme, Rücken und ein bisschen Brust. Das ist die wohlgeliebte Brustübung wieder, wie man sehen kann. Schon von der Seite sieht man ganz genau, wie das Ganze beim Körper ankommt. Relativ gut, muss ich sagen. Hat man auch gut gespürt. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, muss ich ehrlich gestehen. Man sieht sogar bei mir, man kann ein bisschen Rücken dabei trainieren. Der Rücken bewegt sich auch dabei, wird dadurch auch beansprucht natürlich. Genauso wie die Schultern, wie die Oberarme und die Unterarme. Ja Freunde, nun verabschiede ich mich schon mal. Das war's heute mit dem Trainingsvideo von mir. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen rausnehmen von dem ganzen Training, ein bisschen umsetzen, das Ganze verstehen. Wenn nicht, dann werde ich das sowieso in den nächsten Monaten, wenn ich mich beim Fitnessstudio wieder anmelde, ausführlicher erklären. Und dann wird das Ganze natürlich auch von meinem Kameramann geführt und dann erkläre ich das sachte, ordentlich und live. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und lasst natürlich ein Däumchen da, Bewertung, Feedback, haut rein. Und wenn ein Abo bei rumspringen sollte, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, ihr kennt das Spiel. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.